Hallo, herzlich willkommen. Wie schön, dass wir uns heute hier wiedersehen. Ich würde heute gerne mit dir in der Rückenlage beginnen. Legst dich einmal auf deine Matte, spür, ob du deine Füße lieber aufstellst oder ausgestreckt ablegst. Deine Arme sind in einer entspannten Position an deiner Körperseite, so wie es sich für dich angenehm anfühlt. Und dann atme mal tief über deine Nase ein. Und mit deiner Ausatmung schließe bitte deine Augen und lass deinen Atem ganz entspannt fließen, ganz natürlich, ohne Einfluss zu nehmen, und erlaube es deinem Atem, dass er dich ankommen lässt, dass dein Alltag immer mehr und mehr belanglos erscheint. Und erlaube es jedem deiner Atemzüge mehr anzukommen in deinem Körper. Erlaube es jedem deiner Atemzüge, dass du mehr und mehr bei dir ankommst. Gerne lege deine Hände so 3, 4 Finger breit über deinem Bauchnabel ab. Dort liegt dein Energieportal, das Solarplexus, und er versorgt dein gesamtes System, bewusst oder unbewusst, mit Kraft und Ausdauer. Er lässt dich Grenzen ziehen, er lässt dich deine Grenze ziehen. Und wenn er in Balance ist, versorgt er dich mit all dem, was du brauchst, um mutig und gestärkt deinen Weg zu gehen. Und gerade in herausfordernden Zeiten wird die Fähigkeit, sich der Welt und dem Leben zu stellen und gleichzeitig bei sich selbst zu bleiben und auf sein Herz zu hören, strapaziert. Vielleicht fühlst auch du dich gerade überfordert oder nimmst sehr viel Unsicherheit, Angst, Wut, Aggression und Anspannung wahr. Und deshalb ist gerade jetzt der Solarplexus sehr viel damit beschäftigt, uns auszugleichen. Die Energie, die hier fließt, auszugleichen und in Fluss zu bleiben. Spür einfach einmal für dich die Energie deines Solarplexus, mach eine Standortbestimmung. Und mit deiner nächsten Einatmung hol dir dann dein rechtes Knie zur Brust heran, umfasse es. Ausatmen, lass ein bisschen locker. Einatmen, zieh das Knie wieder etwas näher zur Brust heran. Dein linkes Bein bleibt ganz entspannt auf der Matte liegen. Du kannst die Ferse Richtung nach vorne schieben. Dein rechtes Knie im Wechsel, im Rhythmus deiner Atmung, zieh heran und lass es wieder ein bisschen locker. Genau, sehr schön. Wenn du möchtest, kannst du es auch einmal ein, zwei Atemzüge herangezogen lassen. Spür, was sich für dich da jetzt angenehm anfühlt. Schau, dass deine Schultern dabei locker bleiben, dass sich dein Gesicht entspannt. Lass es ganz genüsslich für dich erscheinen. Genau. Dich sanft in Bewegung bringen und mit der nächsten Ausatmung streck das rechte Bein wieder entlang der Matte aus. Spür mal, ob es einen Unterschied wahrzunehmen gibt zwischen dem rechten und dem linken Bein. Und dann holst du dir mit der nächsten Einatmung dein linkes Knie zu dir heran, ziehst es einatmend etwas näher zur Brust, ausatmen, lass wieder ein bisschen locker. Einatmen, zieh es heran, ausatmen, entspannt, wieder
Sehr schön. Dein rechtes Bein ist jetzt auf der Matte ausgestreckt. Wenn du möchtest, schiebst wieder die Ferse etwas nach vorne. Genau, sehr schön. Und lass so einen sanften Rhythmus für dich entstehen. Auch hier gerne wieder, wenn du möchtest, lass du das Knie mal für ein, zwei Atemzüge bei der Brust. Sehr schön. Atem fließt ganz entspannt. Und mit deiner nächsten Ausatmung legst du dann das linke Bein entlang der Matte wieder ab, spürst wieder in deine Beine, wie sie sich anfühlen. Und dann öffne deine Arme auf Schulterhöhe, leg sie ab und bring deine Knie über die Hüfte, die Unterschenkel sind parallel zum Boden und schließe die Fußinnenkanten, presse sie fest gegeneinander. Zieh den Bauchnabel nach innen und oben, mach dich von der Mitte her aktiv. Und mit deiner Ausatmung bringst du deine Knie zur rechten Seite, knapp über den Boden hältst du, hebst sie einatmend wieder nach oben und ausatmend zur linken Seite. Mach das im Wechsel, im Rhythmus deiner Atmung. Schau, dass du wirklich den Bauchnabel nach innen und oben aktivierst, dass du hier ganz stark bist, dass deine Mitte aktiv ist und achte auch darauf, dass du deine Schultern entspannst und du führst die Bewegung im Wechsel aus. Ausatmend gehen die Knie zur Seite. Einatmend hebst du sie wieder an. Und ausatmen zur anderen Seite. Sehr schön. Immer knapp über dem Boden halten. Wieder nach oben. Und zur Seite wieder aus. Sehr schön. Im Rhythmus deiner Atmung führst du die Bewegung aus. Sehr gut. Wunderbar. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne mal auf einer Seite länger halten. Und dann strecke aber deine Beine zur Decke aus, öffne sie ein bisschen und kreise deine Fußgelenke. Mobilisiere auch hier das Fußgelenk und gerne auch die Richtung am Ändern. Sehr schön. Und dann schließ die Fußinnenkanten wieder, presse sie gegeneinander, die Zehenspitzen lass zur Decke schauen und stell dir vor, du zeichnest jetzt mit deinen Zehenspitzen einen kleinen Kreis auf der Decke. Lass die Kreise ganz klein sein. Genau, du ziehst dabei immer die Beine etwas näher zu dir heran, zur Seite, nach hinten. Und wieder zur anderen Seite. Sehr gut. Auch hier wieder das Bauchzentrum. Die Körpermitte ist aktiv, die Schultern entspannt. Ändere gerne einmal die Kreisrichtung. Sehr schön. Wunderbar. Genau, spür die Kraft in deinen Beinen und dann bleib wieder ganz ruhig. Beug deine Knie, bring sie wieder über die Hüfte, bring deine Arme nach vorne, aktiviere dich vom Körperzentrum und dann komm nach oben. Lass aber die Füße weg von der Matte, lass die Unterschenkel parallel zum Boden. Sehr schön. Komm in das halbe Boot, heb hier dein Brustbein an. Wunderbar. Gib Kraft bis in deine Fingerspitzen. Du machst das super. Sehr gut. Wenn du möchtest, zieh mal die Zehenspitzen zum Schienbein heran und stell dir vor, die Fersen schieben nach vorne. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest, deine Beine ausstrecken und in das Boot kommen. Auch hier hebt das Brustbein an. Sehr schön, wir sitzen alle im gleichen Boot. Genau, wunderbar. Lass ein paar tiefe Atemzüge hier dich in deinem Boot verweilen. Und dann atme aus, beug deine Knie, stell die Füße auf der Matte ab, verkreuze deine Füße, lass einmal den Oberkörper so nach vorne hängen und dann komm auf deine Knie und richte dich in deinem Vierfüßer aus
Schau, dass deine Handgelenke unter die Schultern kommen. Die Finger sind leicht gespreizt. Der kleine Finger ist ungefähr am Mattenrand. Die Knie sind etwas hinter den Hüften. Atme ein, heb dein Brustbein nach vorne an, den Kopf an. Ausatmen vom Bauchnabel her. Machst du dich rund. Schulterblätter gehen nach oben. Einatmen, mach dich wieder lang. Und wenn du möchtest, in der Ausatmung streck die Zunge raus. Mit der Löwenatmung atme aus. Sehr schön. Einatmen noch einmal lang machen. Der Bauchnabel führt die Bewegung aus. Ziehen heran und mit der Löwenatmung atme aus. Einatmen, mach dich wieder lang und sehr schön. Sie setzt Energien frei, die Löwenatmung. Sie lässt dich entspannen. Wunderbar. Bleib in deinem Rhythmus. Sehr schön. Einatmen. Komm jetzt in die neutrale Stellung deiner Wirbelsäule. Streck das linke Bein nach hinten aus. Sehr gut. Die Zehen bleiben auf der Matte. Öffne deinen rechten Arm und führ dann den rechten Arm unter deinen Körper zur linken Seite. Einatmen, öffnest dich wieder, ausatmen, komm in die Rotation. Sehr schön, die Zehenspitzen deines linken Fußes bleiben auf der Matte. Genau, sehr gut. Und ausatmen, wieder nach unten kommen, in die Rotation. Stell dir vor, deine rechten Fingerspitzen möchten gerne zur linken Seite. Schau, dass dein Zentrum wieder aktiv ist. Einatmen, öffne dich. Ausatmen zur linken Seite. Genau, mach es in deinem Rhythmus. Sehr gut. Wunderbar. Und dann bleib mal mit der nächsten Ausatmung, wenn du den Arm nach unten bringst. Bleib mal unten. Sehr gut. Stell dir hier vor, dass du die Fingerspitzen der rechten Hand noch etwas mehr zur linken Seite bringst. Und wenn du möchtest, gib Kraft in dein linkes Bein und hebe es von der Matte an. Genau, sehr schön. Und ausatmen, die Zehenspitzen wieder nach unten bringen. Öffne dich, einatmen noch einmal. Ausatmen, komm in deinen Vierfüßer. Mach dich hier noch einmal ganz lang und ausatmen. Runde dich noch einmal. Sehr gut. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, mach dich ganz rund. Sehr schön. Genieße es, da deine Wirbelsäule auch aufzuwecken. Sehr, sehr schön. Genau. Und dann bleib hier mal rund, drück die Zehen in die Matte und lass deine Knie knapp über der Matte schweben. Genau, drück dich mit den Händen weg, mach den Bauchnabel ganz aktiv zur Wirbelsäule. Sehr schön, bleib rund zwischen deinen Schulterblättern, wunderbar. Ausatmen, setz die Knie wieder ab, mach dich wieder lang in deiner neutralen Stellung. Und jetzt das rechte Bein nach hinten, die Zehenspitzen bleiben am Boden. Und du öffnest deinen linken Arm zur Decke. Atmest dabei ein und ausatmen wieder unter dem Körper durch zur rechten Seite. Sehr schön. Komm wieder in den Fluss deines Atems. Sehr, sehr schön. Genieße es, dich hier zu öffnen und auch wieder zu schließen. Sehr gut. Lass die Bewegung für dich entstehen. Genieße es, dich mit jedem Atemzug zu bewegen. Sehr gut. Und dann gerne bleib dann auch wieder mal in der geöffneten Haltung. Schau, dass die rechte Schulter sich entspannt. Genau. Und ausatmen für den Arm über den Körper, unter dem Körper und bleib auch hier in der Rotation. Und vielleicht möchtest du
dein Bein anheben, kurz schweben lassen, die Balance wieder spielen lassen und dann setzt die Zehen wieder ab, öffne den Arm noch einmal und ausatmen, komm in den Vierfüßer. Hier mach dich wieder lang, atme ein, ausatmen, mach dich ganz rund und gerne noch einmal einatmen in die Länge und wieder den Bauchnabel zu dir heranholen, ganz rund werden. Sehr schön. Und dann bleib rund und lass die Knie wieder schweben. Drück dich mit den Händen weg von der Matte. Die Knie bleiben noch ganz, ganz knapp über der Matte, nur so 1-2 cm. Sehr schön, ausatmen. Die Knie absetzen und jetzt hol dir deinen rechten Fuß nach vorne. Genau. Kannst dir die rechte Hand nach innen bringen, den rechten Fuß ein bisschen mehr an die Außenseite stellen vom Mattenrand und dann beginn dein Becken zu bewegen, dich ganz entspannt hinein zu bewegen. Auch das Becken hier zu öffnen, zu mobilisieren. Genau, ändere die Position deiner Hände, spiel da ein bisschen, spür mal, was dir da gut tut. Das ist keine Vorlage, wie du dich hier zu bewegen hast, sondern spür da einfach, was tut dir gut. Und das Verändern der Position der Hände gibt dir da einfach wieder einen neuen Spielraum. Und dann richte den Fuß wieder mehr in der Mitte aus. Sehr gut. Streck dann das Bein, bring das Becken mehr nach hinten. Und dann stütz dich in deine Hüfte, schieb die Ferse vom rechten Fuß mehr in die Matte. Richte dich auf, lass das Brustbein nach oben strahlen und mit ganz langem Rücken beugst du dich jetzt noch über dein Bein. Genau, lass den Oberkörper lang, die linke Hand kommt auf die Matte und du öffnest deinen rechten Arm zur Decke. Es kann sein, dass es hier angenehmer ist, wenn du die Hand auf deine Fingerkuppen bringst oder vielleicht hast du ja auch einen Yoga-Block. Und kannst hier die Hand absetzen, dann bringst deine rechte Hand wieder tief. Genau, bringst deinen rechten Fuß nach hinten, kommst in den Vierfüßer und bringst den linken Fuß nach vorne, wieder an die Außenseite deiner Matte. Und beginnst auch hier dich ganz entspannt zu bewegen. Free Flow, du machst das, was dir hier gut tut. Sehr schön. Und denk dran, dir auch wieder zwischendurch ein Lächeln zu schenken. Dann macht es gleich viel mehr Spaß und deine Zellen haben wirklich das Gefühl, das, was du tust für sie, tut ihnen wirklich gut. Sehr gut. Und dann richte den Fuß wieder in der Mitte aus. Streck das vordere Bein, schieb die Ferse in die Matte, die Hände stütz in die Hüfte, richte dich auf. Lass das Brustbein nach oben strahlen, sehr gut. Und dann mit langem Oberkörper streck dich über dein gestrecktes Bein, bring deine rechte Hand auf die Matte und öffne den linken Arm zur Decke, schieb die Ferse in die Matte. Genau, öffne dich hier. Wunderbar. Lass deine Schulter ganz entspannt, sehr, sehr schön. Und ausatmen, kreise den linken Arm wieder tief. Sehr gut. Und bring dein linkes Knie wieder zurück in den Vierfüßer. Sehr gut. Mach ein paar ausgleichende Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Schau mal, was deine Wirbelsäule jetzt braucht. Und dann mach dich noch einmal ganz rund, zieh den Bauchnabel heran. Lass deine Knie dann wieder kurz schweben. Sehr schön. Genau. Und sitz. Dann genau, die Knie kurz schweben lassen. Wunderbar. Sehr gut. Lass den Atem dabei aber fließen, auch wenn du hier ganz kraftvoll in deiner Mitte bist. Und dann schieb das Becken nach hinten oben und komm in deinen herabschauenden Hund. Und hier genieße es, dich hineinzuschmiegen. Schau, dass die Hände die Matte nach vorne schieben und du das Becken ganz, ganz weit nach hinten und oben bringst. Und bitte denk daran,
der herabschauende Hund, wenn der heute für dich nichts isst, dann kannst du jederzeit in den Vierfüßerstand wechseln. Alle Übungen aus dem herabschauenden Hund kannst du auch im Vierfüßer machen. Gut, schmieg dich hinein in deinen herabschauenden Hund. Lass die Knie ruhig leicht gebeugt. Schau, dass das Becken nach oben kommt, dass dein Rücken ganz lang wird und dann bring die rechte Ferse zum Gesäß. Drück dich mit den Händen weg von der Matte und lass das Knie zum rechten Ellbogen kommen. Zieh das Knie heran zum Bauch, lass den Atem fließen. Sehr schön. Spür die Kraft in deiner Körpermitte. Ausatmen, stell deinen rechten Fuß wieder nach hinten in den herabschauenden Hund. Sehr gut, entspannt hier atmen. Wunderbar. Genieße die Länge in deinem Oberkörper. Lass das Becken ganz weit nach oben kommen. Und dann bring die linke Ferse zum Gesäß. Genau, und dann schieb dich nach vorne mit den Schultern über die Hände. Zieh das Knie heran. Lass das Knie beim linken Ellbogen sein. Zieh es heran. Atme. Sehr, sehr schön. Spür die Kraft in deiner Körpermitte. Wunderbar. Ausatmen. Stell deinen linken Fuß wieder in den herabschauenden Hund. Atme tief ein, entspannt, lass den Oberkörper Richtung Oberschenkel sinken, entspanne dich hier, genieße es und dann bring die Knie am Boden und ausatmen, setz dich mal in die Stellung des Kindes, sehr schön. Du kannst die Knie hier leicht öffnen, sodass der Oberkörper sich ablegen kann. Ganz entspannt genießt du hier ein paar Atemzüge in der Stellung des Kindes. Sehr, sehr schön. Spür den Atem, die Atembewegung auf deinen Oberschenkeln. Spür, wie sich dein Körper anfühlt. Mit der nächsten Einatmung dann atme tief ein, bring die Hände nach vorne, komm hoch in den Vierfüßer, mach dich hier noch einmal lang, ausatmen, mach dich ganz rund, lass die Knie wieder kurz schweben, sehr schön, Bauchnabel ist ganz aktiv bei der Wirbelsäule und ausatmen, schieb dich in deinen herabschauenden Hund, sehr, sehr schön. Bring die rechte Ferse zum Gesäß, das Knie nach vorne zu deinem Ellbogen, mach dich ganz stark aktiv, super, sehr schön, noch eine tiefe Einatmung, wunderbar, und mit deiner Ausatmung stell dann den rechten Fuß vorne zwischen deinen Händen ab. Stütz dich hoch auf deinem rechten Oberschenkel und jetzt drück mit deinen Händen den Oberschenkel, den Fuß noch mehr in die Matte, spür die Kraft, die du dir in dieser Stabilität holen kannst, wie stabil du dich mit der Erde verbinden kannst. Sehr gut, das linke Bein ist aktiv und jetzt nimm deine Arme über die Seite nach oben, richte dich auf, lass deine Schultern entspannt, sehr schön. Wunderbar. Und ausatmen bringst du die Hände zusammen an die Außenseite deines rechten Oberschenkels und du öffnest deinen rechten Arm zur Decke. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Die linke Hand Außenseite drückt gegen die Außenseite deines Knies und das Knie hält dagegen. Sehr schön. Spür deine Stabilität. Spür, wie deine Beine für deine Stabilität da sind. Und du öffnest dich in der Rotation. Sehr gut. Bleib hier, lass den rechten Arm geöffnet. Sehr gut. Gib Kraft. Spiel mit deiner Balance auch hier wieder. Sehr gut. Genieß die Rotation. Ausatmen, schließe deine rechte Hand zur linken. Öffne, einatme dich nach oben. Ausatmen, bring die Hände in deine Hüfte. Und jetzt leg deine linke Ferse um, Fußaußenkante ist parallel zum hinteren Mattenrand und du öffnest die Beine für die Position in Krieger 2 und machst aber zuerst ein paar Bewegungen für dein Becken, sodass sich das Becken an die Öffnung hier gewöhnt. Auch hier wieder Free Flow, was dir gut tut.
Und dann bring die Beine in Position. Schau, dass dein rechtes Knie gebeugt ist. Die Zehenspitzen schauen nach vorne. Die hintere Fußaußenkante ist parallel zum hinteren Mattenrand. Und du öffnest deine Arme auf Schulterebene. In die Verlängerung der Schulter. Sehr gut. Jede Ausatmung lässt dein Becken tiefer sinken. Bauchnabel ist bei der Wirbelsäule. Und schau mal, wie du den Kopf gerne drehen möchtest. Ob du ihn über deine rechte Hand schauen lassen möchtest, über die hintere Hand oder über den Brustbein. Ausatmen, bring dann deine Hände tief in die Hüfte. Dreh die hintere Ferse wieder hoch. Sehr schön. Komm in die Position Sprinter und dann zurück in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Beweg dich da ein bisschen. Wunderbar, genieße es. Jede Bewegung ist ein Zeichen, dass du am Leben bist. Genieße es. Und dann bring deine linke Ferse zum Gesäß. Lass das Knie wieder nach vorne zu deinem linken Ellbogen kommen. Schieb dich mit den Händen weg von der Matte. Zieh das Knie noch ein Stückchen höher heran. Sehr gut. Und ausatmen, stell dann das linke Bein ab. Super. Stütz dich auf deinem Oberschenkel hoch und jetzt drück mit deinen Händen auf den Oberschenkel. Lass dich noch mehr mit der Erde verbinden, sodass du die Kraft spürst, die deine Verwurzelung dir schenkt. Sehr, sehr schön. Entspann deine Schultern dabei und jetzt einatmen. Bring die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen. Bring deine Hände zusammen an die Außenseite deines linken Knies. Sehr gut. Öffne deinen linken Arm. Ausatmen, schließe. Einatmen, öffne. Sehr schön. Vielleicht wackelt es ein bisschen. Du kennst es. Das ist nur ein Spiel. Sehr schön. Genieße deine Atemzüge. Genieße es, dich zu bewegen. Öffnen und schließen. Und dann bleib geöffnet. Genau. Sehr schön. Spür die Stabilität deiner Beine. Ausatmen. Schließe deine linke Hand. Einatmen. Öffne dich nach oben. Und ausatmen. Stütze die Hände in die Hüfte. Dreh die rechte Ferse, leg um. Fußaußenkante ist parallel zum hinteren Mattenrand. Und wieder Free Flow. Beweg dein Becken ein bisschen, sodass du es gut vorbereitest für die geöffnete Position der Stellung der Beine im Krieger 2. Genau. Schau, dass das vordere Knie gut gebeugt ist, dass du dich hinten auf der Fußsohle das Gewicht gut verteilst und dann bring die Arme wieder auf Schulterhöhe in die Länge und jede Ausatmung lässt dich wieder ein bisschen tiefer sinken in deinem Becken. Bauchnabel zentriert zur Wirbelsäule, mach deine Körperseiten lang und dann schau noch, wie du deinen Kopf drehen möchtest, ob du über deine rechte Hand schauen möchtest, über die linke, das Kinn, über den Brustbein. Schau mal, was deine Halswirbelsäule heute braucht. Und dann bring die Hände wieder in deine Hüfte, dreh die hintere Ferse hoch, geh tief in die Position Sprinter und steig zurück in deinen herabschauenden Hund. Sehr, sehr schön. Gut, genieße es wieder, dich da hineinzuschmiegen. Und ausatmen, bring dann die Knie am Boden, lass die Zehen aufgestellt, setz dich zurück auf deine Fersen. Sehr schön, im Einatmen deine Arme über die Seite nach oben. Bring die Handflächen zueinander, ausatmen, bring die Hände tief vor dein Herz. Öffne dich, einatmen, noch einmal die Arme über die Seite nach oben und zentriere dich, ausatmen, wieder in deine Mitte. Atme tief ein, bring die Arme über die Seite nach oben, schließe die Handflächen und in deiner Mitte finde dich wieder. Genieße es für ein paar Atemzüge, dich hier wieder zu sammeln, deinen Atem zu beruhigen, dich wieder vielleicht auch neu auszurichten.
Nächste Einatmung bringt dich dann wieder in den Vierfüßer. Ausatmung lässt dich ganz rund werden. Lass die Knie wieder schweben. Und ausatmen in deinen herabschauenden Hund. Sehr schön. Du hast Kraft gesammelt für eine nächste Runde. Sehr gut. Schmieg dich wieder in deinen herabschauenden Hund. Mach immer wieder Bewegungen, die dir gut tun. Dann bring die rechte Ferse zum Gesäß. Bring das rechte Knie nach vorne, stell den Fuß vorne ab. Schau, dass du dich hier gut zentrierst. Knie zueinander. Öffne, einatmen, deine Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, bring die Hände tief vor dein Herz. Press die Handflächen gegeneinander. Genau. Rotier dann zur rechten Seite und bring den linken Ellbogen an die Außenseite deines rechten Knies. Die Handflächen presst zueinander, die Schulterblätter kommen zueinander und öffnest dich noch ein bisschen mehr in die Rotation. Sehr gut. Einatmen, Steißbein, Scheitelpunkt auseinander und ausatmen noch ein bisschen mehr in die Rotation. Drück den Ellbogen gegen das Knie hält dagegen. In der Rotation hebst du den Oberkörper jetzt an, atmest ein. Ausatmen, drehst du dich zur Mitte, nach vorne. Einatmen, bring die Arme nach oben. Und jetzt ausatmen, öffne dich in die Krieger-2-Position. Sehr gut. Bleib hier für ein paar Atemzüge, lass den Atem hier entspannt fließen. Vielleicht ist es schon ein bisschen anstrengend. Gut, und dann bring ausatmen deinen rechten Arm auf deinen Oberschenkel, leg den Unterarm ab und kreise deinen linken Arm und nimm hier wieder dein Brustbein mit, öffne es, genau, kreise deinen Arm, sehr schön. Du nimmst den ganzen Oberkörper mit und dann lass den Arm über deinen Kopf gestreckt. Genau, mach die Körperseiten lang und wenn du möchtest, nimmst du deinen rechten Arm noch vom Oberschenkel und streckst ihn mit. Und schau, dass du das Brustbein noch ein bisschen mehr nach oben aufdrehst. Ja, lass deine Schultern entspannen. Super. Spür die Kraft deines Oberschenkels, spür die Kraft in deiner Körpermitte. Ausatmen, bring deinen rechten Arm wieder zurück auf den Oberschenkel. Der linke Arm geht tief und du steigst nach vor in deine Vorbeuge. Entspannst hier mal. Lässt dich Atemzug für Atemzug tiefer sinken in deine Vorbeuge, lässt die Anspannung über deine Körperrückseite abfließen. Sehr schön. Es ist nur eine Option, den Arm wegzuheben. Ja? Einatmen, richte dich mit den Armen über die Seite auf und ausatmen. Komm in die Mitte. Bring die Hände vor dein Herz. Sehr schön. Löse die Hände voneinander. Richte dich einatmend mit den Armen über die Seite wieder auf. Ausatmend, fließe in eine entspannte Vorbeuge. Komm in deinen geraden Rücken, atme ein. Und ausatmen in die Vorbeuge. Sehr, sehr schön. Steig einatmend zurück in deine Planke. Nimm hier mal deine starke Körpermitte wahr, dein Zentrum. Drück dich mit den Händen weg von der Matte und ausatmen. Beug die Knie leicht und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Bring deine linke Ferse zum Gesäß, bring das linke Knie nach vorne, lass es knapp beim Ellbogen schweben und dann stell den linken Fuß vorne ab. Sehr, sehr schön. Richte dich einatmend auf mit den Armen über die Seite und ausatmen, bring die Hände tief vor dein Herz. Sehr schön. Stabilisier noch einmal deine Beine, dreh dich dann zur linken Seite und bring deinen rechten Ellbogen an die Außenseite deines linken Knies. Komm hier in die Rotation. Einatmen, mach die Wirbelsäule noch einmal richtig lang und ausatmen,
Komm in die Rotation. Schau, dass deine Daumen beim Brustbein bleiben. Entspann deine Schultern. Einatmen, heb dich in der Rotation wieder an. Dreh dich ausatmen zur Mitte nach vorne. Öffne die Arme, richte dich auf und dann komm in deinen Krieger 2. Sehr schön. Gut, entspanne dich hier, lass dich hier Atemzug für Atemzug mehr und mehr ankommen. Mit der nächsten Ausatmung legst du den linken Unterarm auf deinem Oberschenkel ab und kreist deinen rechten Arm. Genau. Öffnest jedes Mal dein Brustbein Richtung Decke. Sehr schön. Genießt es. Wunderbar. Und dann bleib hier, lass den Arm in der Verlängerung. Und es ist nur eine Option. Wenn du möchtest, löst du auch noch den linken Arm. Achte hier darauf. Öffne das Brustbein Richtung Decke. Spür, wie deine Beine für dich da sind, dich stabilisieren, wie deine Körpermitte dich trägt. Ausatmen, bring den linken Arm wieder zurück. Lass den rechten Arm tief gehen. Komm in die Position Sprinter. Und steig ausatmend zurück in deinen herabschauenden Hund. Du hast es super gemacht. Sehr, sehr schön. Einatmen, schieb dich in deine Planke. Spür auch hier noch einmal die Kraft deiner Mitte. Und dann bring deine Knie am Boden. Lass die Zehen bitte aufgestellt. Bring das Becken auf deine Fersen. Atme ein mit den Armen über die Seite. Komm nach oben. Ausatmen. Die Hände tief vor dein Herz. Sehr schön. Einatmen. Noch einmal die Arme nach oben. Ausatmen. In dein Herz zurück. Wenn du möchtest, leg jetzt noch einmal deine Hände auf deinem Solarplexus ab. 3-4 Finger breit über deinem Bauchnabel. Lass dich hier die Energie spüren. Gedanklich schickst du ihm auch hier jetzt Balance, Ausgeglichenheit. Und wenn du möchtest, beginnst du deinen Bauch kreisend zu massieren. Und dabei ist die Richtung, in der du beginnst, unbedeutend. Lass dich von deiner Intuition führen, ganz sanft und liebevoll. Kreise um deinen Bauchnabel. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch mit deinen Fingerkuppen noch ganz sanft den Bauchnabel abklopfen. Und auch hier wieder für einen Ausgleich sorgen. Dann löse deine Hände. Genieße deinen Atem hier ganz entspannt fließen zu lassen und immer mehr zur Ruhe kommen zu lassen. Spür die Bewegungen deines Atems. Sehr schön. Und dann komm nach vor in den Vierfüßer, setz dich rechts oder links neben deinen Fersen ab. Bring deine Beine wieder nach vorne, schau, dass du dich gut abrollen kannst, die Hände auf deine Knie und du lass deine Handflächen entlang deines Oberschenkels Richtung Hüfte gleiten und dabei kommst du mit dem Oberkörper immer näher zur Matte, bis du dich vom Oberkörper her ablegen kannst. Streckst dann bitte deine Beine zur Decke, deine Arme zur Decke, lass die Fußsohle zur Decke schauen und deine Handinnenfläche lass zur Decke schauen. Und jetzt stell dir vor, du würdest etwas ganz Schweres tragen und aus deiner Körpermitte machst du dich wieder ganz stark, als würde eine ganz schwere Platte auf deinen Händen und Füßen hier liegen, die du tragen möchtest. Genau. Ausatmen, löse, beug deine Knie, zieh die Knie zur Brust heran, kreise sie ein bisschen. Zieh deine Knie dann etwas näher heran, umarme sie. Gerne kannst du auch ein bisschen hin und her schaukeln.
Sehr gut. Ganz entspannt mit dem Atem hier wieder ankommen. Jeder Atemzug lässt jetzt auch wieder Entspannung einkehren und dann stell deine Füße bitte auf der Matte ab. Sehr gut. Die Arme bring wieder auf Schulterhöhe, ausgestreckt zum Liegen. Und dann bring deine Knie zur linken Seite des Beckens, schiebe ein bisschen mehr zur rechten Seite hinaus. Lass den Atem ganz entspannt fließen. Wenn du möchtest, kannst du das rechte Bein ausstrecken und mit der großen Zeh entlang des Bodens Richtung linken Arm nach oben dich bewegen. Ist nur eine Option. Schau mal, was dir jetzt gut tut. Achte dabei darauf, dass beide Schultern auf der Matte sind, dass du dich entspannst. Und den Kopf drehst du auch hier wieder so, wie es für dich angenehm ist. Ja? Ob du nach rechts oder links oder nach oben blickst, was für dich jetzt angenehm ist. Atme noch einmal tief über die Nase ein. Ausatmend führ dein rechtes Bein wieder zurück. Bring die Knie übereinander. Und dann bring deine Knie wieder nach oben. Bring das Becken etwas weiter nach links, die Knie nach rechts. Wenn du möchtest, kannst du das linke Bein wieder ausstrecken und der großen Zeh entlang des Bodens dich zur rechten Hand bewegen. Und lass dich hier ganz entspannt ankommen. Spür dich hier jetzt in die Weite auch deines Herzens. Lass deinen Atem hier ganz entspannt fließen. Genieße die Rotation in deiner Wirbelsäule. Ganz tiefe, entspannte Atemzüge lassen dich zurückkehren zu dir. Atme noch einmal tief ein über die Nase, über den geöffneten Mund, atme aus. Dann bring das Bein wieder zurück, die Knie übereinander, bring die Knie nach oben. Sehr gut. Wunderbar. Lass deine Knie noch aufgestellt und wenn du möchtest, kannst auch deine Arme nach hinten bringen und deine Knie auseinanderfallen lassen. Die Fußsohlen bringen zueinander in den liegenden Schmetterling. Und auch hier spür mal, welche Position der Arme du einnehmen möchtest. Ob du sie zur Seite öffnest, nach hinten oder ob du sie gerne auf deinen Bauch oder auf deinen Leisten ablegen möchtest. Schau, was dir gut tut. Das ist die Form von Yoga, dass du spürst, was dir gut tut, dass du nicht allein Vorgaben hier jetzt folgst, sondern dass du wieder für dich spürbar machst, was brauche ich jetzt, was tut mir gut. Sehr gut, und dann bring die Hände bitte an die Außenseite deiner Oberschenkel und hilf mit den Händen, deine Knie wieder nach oben zu bringen. Und dann streck ein Bein nach dem anderen aus. Die Arme bringen eine für dich angenehme Position. Nimm eine tiefe Einatmung über die Nase und atme entspannt über den Mund aus. Und genieße dich für die Endentspannung sinken zu lassen. Jeder Atemzug lässt dich neu ausrichten, lässt dich jetzt all die Erfahrungen abspeichern, die du dir heute mitnehmen möchtest, die für dich eine Bedeutung haben. Fühlst dich getragen von der Erde, genießt.
zurück, lass deine Atmung tiefer werden. Bewege deine Finger, deine Zehen und vielleicht möchtest du deine Arme nach hinten strecken, deine Füße aufstellen. Und dann roll dich noch auf deine Lieblingsseite. Lass dich langsam zurückkommen. Stütze dich über die Seite hoch und komm in eine Position, in der du gut sitzen kannst. Wenn du möchtest, leg deine Hände ganz entspannt ab oder noch einmal auf deinen Solarplexus. Nimm wahr, welche Energie jetzt da ist. Und stell dir deine innere Sonne vor, sieh das Leuchten, das Strahlen, das du mit jedem Atemzug noch größer werden lässt. Und es ist okay, dass es Frustration gibt, dass es Angst und Unsicherheit, Wut und Aggression gibt. Es ist absolut menschlich, dass es all diese Gefühle gibt. Und es gibt auch den Teil in dir, der strahlt, der mutig ist, der kraftvoll ist. Der Teil, der immer einen Weg findet. Atme tief über deine Nase ein, nimm deine Arme über die Seite mit. Bring deine Handflächen zueinander, bring sie zur Stirn für deine klaren Gedanken. Bring sie zu deinen Lippen für deine liebevollen Worte. Bring sie zurück zu deinem Herzen für das Vertrauen auf die Weisheit deines Herzens, die immer einen Weg findet. Dankeschön und Namaste. Ich freue mich, dich ganz bald wiederzusehen. Ciao.